ist immer ein Ding passiert hier, du, vor ein paar Jahren hier. Du. Da hatte ich hier Unterhose gewaschen, da, gell. Die war schon wieder trocken, hab die zur Seite gelegt und so, gell, hier. Und da hatte ich da mal so aus Gag so Juckpulverzeug da gekauft, so ein Beutel da, so klein und da. Der war in der Jeanshose drin, in der Tasche da und so, gell. Und ich weiß nicht, irgendwie ist der Beutel kaputt gegangen oder war kaputt und so. Und irgendwie hat sich das Juckpulverzeug da verteilt, rumgeflogen, ich weiß es nicht hier, gell. Und ist da auch an die Uni ausgekommen, gell. So, dann wollte ich ja fort und so, habe ich gesagt, komm hier, mach dich mal langsam fertig da und so, gell. Habe ich die frische Unterhose angezogen da, gell, hier. Habe ich gedacht, nach ein paar Minuten hier, was ist denn hier los, gell? Wird da unten schön warm und so, ach, ist ja schön, brauchst keine Heizung und so, gell. Und das wurde ein bisschen stecker, gell. Habe ich schon mal so leicht rot Ben gekriegt hier, du. Wo der unten rum schön heiß da, gell. Und da bin ich in den Bus rein hier, du. Da wurde es von einmal immer schlimmer, gell. Die Ben hier immer wie Tomat hier, du, gell. Oder erhitzt da unten rum, du. Glühende Sack hier haben die, du. Hat gejuckt das Ding hier ohne Ende, du, gell, hier. Am liebsten hätte ich ja irgendwie hier, die Unterhose hier aus der Jeans hier rausgezogen, du. Aber es ging ja nicht, wie willst du das machen, gell, hier. Da bin ich hier einen halben Tag hier, du, mit dem glühenden, brennenden Sack hier. Durch die Gegend gerannt hier, du. So Bang gehabt, der Schweiß gelaufen, du. Das Wahnsinn hier, du. Keine Ahnung, wie das geht, dass du so Tüte hier, geht alle kaputt hier, du. Oder war so kaputt, was war es nicht hier, du. Also hier, Leute, macht's gut hier, gell. Ja, passt auf mit dem Juckpulverkram da, gell. So, bis dann, gell, tschö. Bis dann, macht's gut, Leute.